So, eine weitere Runde Uncover the Smoking Gun. Ich bin ein wenig begeistert von dem Spiel. Also nicht, weil das Thema Mensch-Maschine-Interaktion jetzt vollkommen neu wäre, sondern weil die Chats mit den Androiden sich so gut anfühlen. Und dem gehen wir jetzt in dem zweiten Teil zu dem zweiten Fall nach. Denn wir sind ja stehen geblieben bei Brian James und fortsetzen bei Brian James und sind jetzt wieder in dem direkt am Tatort. Vielleicht ganz kurz nochmal zur Wiederholung, wir haben uns den Tatort hier angesehen und verdächtige Dinge festgestellt, die eigentlich dafür sprechen, dass alle drei Roboter am Tatort waren, nämlich sowohl A01, ja, mit seiner Batterie, also der Sicherheitsroboter, sowohl A02, ja, mit seinen Fußabdrücken und auch A03 mit dem Maschinenöl. Es gab, glaube ich, ein Problem mit dem, mit diesem Fach hier, das verschlossen ist. Und dazu haben wir noch keinen Schlüssel. Und den werden wir wohl finden müssen. Ja, davon gehe ich mal aus. So. Gut. Dann, ganz wichtig, Brian war verheiratet mit Hannah James. Hannah James ist gestorben bei einem Gasleck-Unfall. Und seine Tochter Gina liegt wohl im Krankenhaus und die ist verschwunden. Und an der Stelle setzen wir mal wieder an. Dann haben wir den etwas emoticon-lastigen Sicherheitsroboter uns vorgenommen, A01. Der uns aber nicht wirklich weiterhelfen konnte, was den konkreten Fall anging. Und das sieht jetzt hoffentlich gleich ein bisschen anders aus. So, wir schauen mal hier weiter. Ja, meine CPU ist schon wieder am Schwitzen hier. Ich muss vielleicht das Setup nochmal ändern bei Gelegenheit. Mit einem anderen Rechner arbeiten. Das Spiel geht sehr auf die CPU, was mich also ehrlich wundert, weil so viel passiert ja nun wirklich nicht. Was haben wir hier? Visitor. Neo. Besucherausweis. Dann kann ich nichts anfangen. Enthülle die rauchende Waffe, Menschen jagen, KI-Verbrechen. Ein Tatort ist kein vorbestimmtes Puzzle, das Stück für Stück gelöst werden muss. Roboterverdächtige wie Menschen lügen und machen inkonsistente Aussagen, um Verdacht zu entgehen. Enthülle die rauchende Waffe, also Uncover the Smoking Gun, bedeutet nicht auf ein einziges Beweisstück zu vertrauen, sondern aus verschiedenen Beweisen am Tatort und Verhören der Verdächtigen zu schlussfolgern. Um den Fall zu lösen, erfordert es das entscheidende Urteil des KI-Detektivs, das sind wir, um den Fall inmitten von Unklarheiten abzuschließen. Die Reise zur Wahrheit hat gerade erst begonnen. Ja, na, da bin ich mal gespannt. So. Schauen wir uns mal trotzdem überall noch um. Kann ich damit was triggern? Nee. Nachdem ich beim letzten Mal so reingefallen bin, auf den Mülleimer, würde ich ganz gern dieses Mal versuchen, so wenig wie möglich zu übersehen. Okay, also das war der Eingangsbereich. Jetzt sind wir in der Toilette.
Ein Haufen Urinale für so wenige Mitarbeiter. Sind vor allen Dingen alles wahrscheinlich Männer. Unisex sieht mir das wirklich nicht aus hier. Ist ein wenig inkonsistent. So. Vorlöscher, Vorlöscher. So, einige Reinigungswerkzeuge fehlen. Eins haben wir ja. Was ist das denn? Was bist du denn? Fernsteuerungsmodul, Sender. Defekt, enthält Arnold 3 Serie Schmiermittel. Okay, das hat jemand versucht zu verstecken. Ja, mehr ist nicht zu holen. Wo war das befestigt und wie war das befestigt? Naja. Schauen wir mal weiter. Jemand versucht das runterzuspülen. Das wäre auch mal interessant. Science Magazine this month. Topic: Fire Safety and AI. Project Atlas, da haben wir es wieder. Konkurrenzbetontes Arbeiten. Zwischen David und James. Na gut. So, da haben wir A2 drinnen. Machen wir erstmal hier raus. Wie wird das mit F können, die Taschennummer anmachen? Ein James, das ist also sein Auto. Farbenprotokoll 6.11.20.30 Uhr. Nee, 11.06.2 Krankenhaus. Also da ist er Mittag ins Krankenhaus gefahren. Forschungsroboter. Das ist A03. Ist ins Krankenhaus gefahren. Halt, Moment. Okay. Also, wo haben wir das? Ablauf hier. Was war das jetzt? 11.06. A03 Krankenhaus. Und am 12.06. Wann kam er zurück?
12 bis 22.30 Uhr. 12 bis 22.30 Uhr. James, Entschuldigung, ich muss jetzt hier, es ist so warm heute, ich muss, kann mir das nicht merken. 8 bis 21.30 Uhr. Brian James. 8 bis 21.30 Uhr. Er war also den ganzen Tag nicht da. Brian James Krankenhaus. Was hat der Forschungsreporter im Krankenhaus gemacht? Hat der? Hat der den? Das fragt man ihn. David Johnson, ah, was hältst du von meiner jüngsten These? Ich habe sie gelesen, sie war okay. DFS ist der freie Wille wahrscheinlich. Ich habe viel im Kopf bezüglich der Alarmrate. Wenn sie zu hoch ist. Gedächtnisabstraktion. So, wenn wir jetzt noch rauskriegen können, wann der Typ gestorben ist im Krankenhaus. Aber sonst ist ja nichts, oder? David, das ist der, sein Kollege. Das ist die Hauptsicherung. Gut, hier kann man nichts machen. Ist alles wieder überwacht. Dahinter. Okay. Was haben wir hier? Oh, Nummer 2. Das ist der Buchhaltungsraum. Halt. Ladestart, 12. Juni, 22.30 Uhr. Schon tot gewesen sein.
Scheint. Deep Learning. Nichts zu holen. Und der Tür liegt auch nichts. Hier oben irgendwas. Was? Das Leuchten von meiner Taschenlampe. Mülleimer. Nochmal passiert man das nicht. Gut, das ist aber auch nichts. Hat nichts zu bedeuten. Okay, da hat auch so eine Touch-Oberfläche. Mal schau an. So, da kommt halt. Fotografiert. Okay. Dann sprechen wir nochmal an. Rein hat bei dir eine Protokolländerung vorgenommen. Weshalb? Volltreffer. Wofür sind die 51.000 gedacht?
Zwei, dann machen wir zwei. Die Bücher, die haben wir überhaupt nirgendwo hingepackt hier. Also richtig weiß ich noch nicht. War das? Und das war okay, also mit A2 durch, rede mal mit A2. Deine Fußspuren wurden am Tatort gefunden. Warum sagt er das nicht? Das kann nicht sein. Weiß von gar nichts. Thank you.
frage mich doch mal nach dem Update. Update dauert zwischen 10 und 20 Minuten. Was hast du nach dem letzten Update gemacht? Auf keinen Reim machen. Präzise und strenger geworden sind. Sehen, ob er das noch weiß. Und welche? Für Forschungskosten und Buchreflexible wurden zuvor weniger streng kontrolliert. Was sind denn Steuerabzüge für Forschungskosten? Wird der ferngesteuert? Lassen wir das jetzt mal, das ist, also irgendwas haben die an den Finanzen gedreht. Wenn es jetzt Monkey Island wäre, müsste man 1000 einmal auf den Knopf drücken hier. Aber ich befürchte, dass ich damit meine CPU-Last ein bisschen überstrapaziere. So. Jetzt wird's interessant. Das ist A03. Der Forschungsreporter. Der beginnt am 23:40 Uhr das Laden. Das ist sehr spät. Jetzt hier was gelöscht, weil der Text zu lang ist. Stopp der Aufnahme. Dann legen wir mal was Neues an. Also neue Memo. 12.06.2030. 23:40 Uhr. Ladebeginn. A03. Ich gehe jetzt aber erstmal. Ich gehe nochmal schnell in das. Ins Labor von Brian. Und die Schublade. Jetzt müssen wir nochmal gucken, von wann das hier das Datum ist. Aber man kann das nicht erkennen. Ich sehe ja nur ein Datum. Das ist
frage mal danach gleich mal den Krankenhausreporter. Das hat man schon. Der hat Rechnungen bezahlt im Krankenhaus. Cereprolux X2. Was ist Cereprolux? Scheint nicht nur eins zu sein. So, Ladegerät für E03. Okay. Das ist doch schon mal interessant. Da gehen wir doch noch mal ganz kurz in der Buchhaltung vorbei. Dazu hat Q2 sicher was zu sagen. So, nochmal willkommen zurück zum Spiel. Ich habe, nachdem ich vorhin so eine Probleme mit dem Netzwerk hatte, noch auch mal mein Hardware-Setting nochmal umgebaut. Und ich spiele jetzt über das Steam Deck, ohne irgendwelche kosmetischen Veränderungen. Das heißt, das Ganze läuft hier mit 44, 45 Frames. Und ich weiß nicht, warum das Spiel so CPU-hungrig ist, aber offensichtlich ist mein System nicht so gut darauf geeicht. Es ist ein Notebook. Zwar ein Surface, aber nicht so gut geeicht, gleichzeitig zu streamen und gleichzeitig mit dem Video zurecht zu, mit dem Spiel zurechtzukommen. Deswegen setze ich jetzt hier an der Stelle nochmal an, ganz vorsichtig, und würde vielleicht nochmal ganz kurz rekapitulieren. Also das heißt, A03 und A02 waren beide nacheinander im Büro von Brian. Auch A01 war drin, wie wir wissen. Sonst läge da die Batterie nicht rum. Oder tatsächlich jemand hat sie dort hinterlegt, während der A01 geladen hat. Ist aber egal, jedenfalls waren sie alle da. Es gibt zwei Dinge in dem Büro, die entscheidend waren. Nämlich einmal ein geheimer Finanzplan, der ausweist, dass Brian offensichtlich die Krankenhausrechnung mit seiner Tochter über das Budget des Instituts bezahlt. Und in dem hinteren Schrank war ich noch nicht. Aber ich frage jetzt erstmal den Roboter noch ganz kurz nach Gina aus. Was hat denn, Moment, was hat Gina? Vielleicht, oh,
Amerikanisches Tastaturlayout. Was fehlt dir? Mit amerikanisches Tastaturlayout. Mal gucken. Gina ist verletzt im Krankenhaus. Wieso ist sie verletzt? Moment. So. Okay, also die. Seine Frau ist gestorben und die Tochter ist der Mörder im Krankenhaus für das Leck verantwortlich. Halt. Okay, also ich beende das mal hier an der Stelle und würde jetzt mal mich weiter auf die Suche machen. Also dem jetzt hier, also es sind Welten dazwischen, ja, wie flüssig das jetzt hier läuft. Und geh mal zum Forschungsraum in Zeit. Also mal, in einem Behandlungshandel für Mörder umgewandelt, bewusstloser, indiskriminierter Krimineller in der Allgemeinstationszentrum der Kontroverse. Ein Mann in seinen 20ern hat die Öffentlichkeit schockiert, indem er indiskriminierte Verbrechen gegen seinen Vater und unschuldigen Bürger begangen hat. Dieser Vorfall führte zum Tod von 5 Menschen und ließ 7 weitere mit schweren Verletzungen. Der Täter, der an einem Ödipus-Komplex gegenüber seinem berühmten Arzt vorderleitet, verlor aufgrund von Selbstverletzung im Gefängnis das Bewusstsein und wurde in das Krankenhaus verlegt. Es wurde bestätigt, dass ein junges Mädchen im angrenzenden Zimmer aufgenommen wurde. Okay, also die Gina ist im Krankenhaus, der Mörder ist da. Ladegerät. Das hat man, glaube ich, schon notiert. Moment. Genau. Dann schauen wir mal hier weiter. Handschuhe. Okay. Starken Chemikalien verwendet. Jemand scheint fremde Substanzen zu den Drogen hinzugefügt zu haben. Oh, hier. Da ist etwas in der Flasche. Erhalten. Unbekannter Chip. Einer IC-Karte, die im Forschungsinstitut verwendet wird. Es wird vermutet, dass sie dem Doktor gehört. Okay, das ist offensichtlich die. Halt, Moment. Ja, IC-Karte. IC-Karte. IC-Karte gelöscht. Stoppaufnahme. Und Löschung stand da. Kriegen wir nicht hin.
Okay, also. Na, das bekommt, macht doch langsam, wird doch langsam, gibt doch langsam ein rundes Bild hier. So, jetzt schauen wir hier mal weiter. Chip-Abbildung. Oh, die Taschenlampe an hier. Nachdem ich beim letzten Mal, ja, es ist wirklich, es muss schon hell sein. So. Kann ich den Barcode mit meinem Telefon lesen? Das probieren wir doch mal aus. Das wäre jetzt witzig. Tatsächlich, das gibt's ja nicht. Das glaubt ihr nicht. Das ist ja abgefahren. Also nochmal. Deep Learning Research Robot, Second Generation Main Chipset. Das glaube ich jetzt nicht. Okay, also wird das Chipset beschrieben. Aber schon mal abgefahren, dass das überhaupt geht. Okay. Es scheint, dass der Chip des Forschungsroboters kürzlich ersetzt wurde. Okay. Wann wurde dein Chip ersetzt? Mein Chip wurde am 10. Juni 2030 ersetzt. Aber warum fragen Sie das? Haben Sie einen Verdacht? Es muss ja ein Grund haben. Was hast du am 11. Juni im Krankenhaus gemacht? Das ist Project X. Ist die Forschung zur Transplantation eines menschlichen Geistes in einen Roboter durchgeführt durch zahlreiche illegale Aktivitäten? Ja, das wissen wir schon, das was am Hinterkopf war. Das interessiert mich jetzt auch nicht.
Gedächtnisakt am 12.06. Okay. Das ist das der Tag der Wiedergeburt. Naja, ich würde sagen, er hat einen. Was war das? Tag der Wiedergeburt? Moment, ich muss mal das hier unten rausnehmen. Sechster. 2030 A03. Moment, jetzt müsste ich das hier unten noch mal einfügen. Also A03 ist unser Mann. Warum hat er das gemacht? Was ist der? Was ist der Grund? Ist der 10. Juni? Der Tag deiner Wiedergeburt. Ich vermute mal, gibt seinen Geburtstag an. Testaufzeichnung für Beta. Sechster tiefenlandbasiertes Studio zum freien Wählen. Ergebnisse: Beide Modelle befinden sich in einem nicht wiederherstellbaren Zustand. Bewertet unterhalb der Schwelle für freien Willen. Entsorgung: Beta 27, Beta 721. Modelle verschrottet. Experimentelle Daten, Speicherdaten in A03 Speicher gesichert. Was? 12.06. Exklusives Benutzerhandbuch für das drahtlose Steuerungsmodul A04. Halt. So, das müssen wir erstmal kurz sortieren. Also. Nein. Nein. Ein bisschen wenig Platz hier. Es gibt offensichtlich 04. A04 ist verfügt über ein Steuerungshandbuch. A03 hat die Daten von A02, also dieser Prototypen. Das ist kein unbekannter Chip.
Das ist eine EC-Karte. Und zwar war die in Chloroform. Buch, Handschuhe, Chipentwurf. Den packen wir mal rüber zu A04. Kann das sein, dass A03 wusste, dass wenn er den freien Willen entwickelt und nicht gut funktioniert, dass er dann nicht weiter existieren darf, sondern zu A04 geht? Wo ist A04? Warum fragen Sie noch? Gibt es. Wie komme ich dahin? Experimentierraum? Der Eingang ist im Büro des Direktors. Sie können die Treppe zum. Welche Treppe? Habe ich ja nicht gesehen. Das ist die einzige Treppe im Gebäude. Hä? Treppe im Büro? Was? Wo ist denn hier eine Treppe? Ach, der große Güte, das habe ich ja alles noch gar nicht gesehen. Okay, das ist, scheint das Medikament zu sein. Genau, okay. Das, was es braucht für die Tochter. Ah! Okay. Okay, das sind die Androiden. Und da ist A04. Okay, das sind die Daten von Gina. Also der Roboter hat extrahiert. Das sind zwei Datensets. Das ist Gino. Happy Birthday, 11.02.25.
21.02.13. Juni um 14 Uhr. Von David Jones an von Forschung sind. Okay. Ach, guck an. Ach, guck an. Weißt du, was man mit dir im Schlafmodus anstellen kann? Welche Daten Ist das nur durch Zufall so rot? Was hat das mit dem? Ich komme nicht dahinter, was das mit diesem Mann zu tun hat. Oder nur angeleuchtet?
Warum sind die beide darunter gegangen? Warum ist... Ich verstehe es noch nicht so ganz. Das ist A04. Die haben zwei Gehirnscans. Und sie kam ihm auf die Schliche. Sie kam ihm auf die Schliche. Aber was ist da? Jemand hat es den ferngesteuert. So, das ist der Teenager, also das Mädchen. Und die Daten von dem... Hat der A03 die falsche? Hat A03 das falsche? Ich komme nicht drauf. Ich komme echt nicht drauf. Ursprünglich Chip. Okay, das scheint alles zu stimmen. Warum hat A03 Warum war A02 in dem Büro? A02 hat...
Als er den Schlüssel nicht genau. Ich denke schon, dass er den Schlüssel deswegen genommen hat oder deswegen das abgeschlossen hat. Okay, der hat den Schlüssel. Der hat. Der, bei dem ging es um den Schlüssel. Aber warum war E03 in dem Raum mit seinem. Ich muss nochmal gucken, ob ich nochmal Spuren finde. Achso, da hat experimentellen Status. Habe ich hier irgendwas übersehen? Was hat der Brian versucht? So. Das sind die geschaderten Androiden. Ich habe jetzt auch keinen Hinweis hier. Okay. Da ist der Rest vom Brief. Gesundheitsministerium, okay. Na, guck an. Das ist der Chip. Das ist der Chip. Probieren wir es nochmal aus. Das ist so abgefahren. Das erste Datum, an dem er aktiviert wurde, ist am 28.10.2025. Aber den wirft doch niemand einfach so in den Mülleimer, oder? Scheint dem Forschungsroboter zu gehören. Ja, klar. Danke dir. Soll es da Blut dran sein oder was? Ich wäre nicht schlau draus. Ist A04 Teil von Project X? Welches beschädigte Teil? Das beschädigte Teil lenkt mich ab. Das
war die EC. Karte, Karte von Brian. Also. Ich probiere es jetzt mal, das zu lösen. Welcher Roboter hat den Arzt erwürgt? A04. Was ist der Gegenstand mit Jims Blutflecken? Der Chip. Wessen Daten wurden im Project X verwendet und gelöscht? Gina. Wer hat den Mord geplant? A03. A03. Drück mir mal die Daumen, dass es passt. Also ich krieg's alles noch nicht so ganz hin. Löst nur teilweise. Enthüllte die Mordanklage gegen den Experimentierroboter, deckte die Verschwörung des Forschungsroboters auf und entdeckte, dass der Forschungsroboter einen freien Willen besaß. Beeindruckende Leistungen in der Tat, doch der Detektiv konnte keine entscheidenden Beweise finden, die Natur des Projekt X-Experiments nicht aufdecken und sah sich Spott und Hohn von Internetnutzern gegenüber ausgesetzt. Schön. Wir haben zwar ein A. Wessen Daten wurden Project X verwendet und gelöscht? War ich da zu schnell? Habe ich mir das falsch gemerkt? 21:20 Uhr. Bitte auf dem Handy prüfen. Okay, ich frage jetzt mal den Forschungsroboter, der ermordet wurde. Das ist nämlich der eigentlich. Ich glaube, der Forschungsroboter hat die Daten von dem Mörder extrahiert, hat ihn umgebracht. Wer war der Mörder im Krankenhaus? Spiro Morgan. Ah, das könnte relevant sein. So, aber jetzt reicht's mal. Also. Spiro Morgan. Teilsentscheidung mit James, Brian James Blutflecken. Teilsentscheidung über Weißgeld. Der Gegenstand. Entscheidend über Weiß. Die sind noch da dran. Was macht das Ding hier? Das ist mir ein totales Rätsel. Das kriege ich nicht hin.
Wagen die Fernsteuerung machen. Aber die Fernsteuerung, das kann ja nicht sein. Halt. Die Fernsteuerung lag im. Mit James Blutflecken. Ich habe auch nichts gesehen. Ich habe wirklich nichts gesehen. Da oder ist der Restroom? Bin ich blind? Ja, da hat er nur die Fernbedienung entsorgt. Da ist aber auch nichts dran. Wo ist denn jetzt, wo ist denn die Batterie jetzt? Wo sind die Blutflecken dran? Hello. Wo sind die Blutflecken dran? Warum liegt das Ding da unten? Das verstehe ich nicht. Bei dem Project X, das stimmt nicht. Bei dem Project X geht es um Gedächtnisübertragung. Brian's Daten wurden übertragen. Reinstarten und übertragen. Da hat er nichts zu befürchten gehabt. Also er war faktisch komplett ruiniert. Aber wo ist das Blut? Wo ist das Blut? Wo ist das Blut? Das sind doch Blutspritze drauf, oder? Heißt, es wird schon so sein. Z. Arm von A04. Entschuldigung. Linker Arm von A04. Wer hat den Mord geplant? Wer hat den Mord geplant? Nicht auch nur vier. Brian Morgan. Ich bin mal gespannt.
Kruzifix. Ich denke, das ist zu kompliziert. Okay, also das stimmt nicht. So, jetzt sehe ich mich selber. Jetzt sehe ich nicht, wo ich das wegmachen kann. Muss ich mich mal kurz wegmachen. Nächster. Also hat doch A03 den Mord geplant. A03. Und dann wird es Bier morgen sein. Aber warum? Menschenskinder. Dabei belasse ich es jetzt mal. Also, ist korrekt. Also, irgendwo habe ich noch einen Denkfehler dran. Ja, ich hätte gern die ganze Geschichte. Nee. Also, kommt er mir jetzt sicher nicht davon. Hauptmenü, ja. Ich hätte gern spielen, Fall auswählen, da fortsetzen. Welche Daten wurden da verwendet? Welche Daten wurden verwendet? Probieren wir es doch mal. Ich hatte zwar gedacht, dass das nicht der Fall wäre, aber warum sollten die von Gina James verwendet werden? Ist meine Antwort so einfach? Irgendwie denke ich das zu. Irgendwie denke ich das zu simpel. Und vielleicht zu schwierig, keine Ahnung. Also, welche Datenquelle wurde denn verwendet? Fangen wir nochmal A3. Wessen Daten wurden, hätte ich ja schon eher drauf kommen können. X verwendet. Da weiß es doch. Das stimmt nicht. Ich habe ein gelöschtes Set. Also ich stehe total auf dem Schuh.
Er hatte doch die von Gina James extrahiert, ne? Das stimmt nicht. Er hat seine eigenen gescannt. Oder? Wie alt war er nochmal? Wie alt war er? 85. Das müsste jemand gewesen sein, der 2010, zwischen 2010 und 2000. Hannah James ist 2024 gestorben. Hannah James, kann das sein? Kann das sein, dass der Hannah James gescannt hat? Das probieren wir jetzt aus. Das wäre jetzt verrückt. Nee, natürlich nicht. Datenquelle, die im Projekt X-Experiment verwendet wurde, bleibt jedoch ein Rätsel. Also ich bin hier komplett auf dem. Ich will das jetzt noch rauskriegen, das gibt's doch nicht. Im Project X Gedächt. Von Menschen in Androiden transplantiert. Ja, so weit bin ich ja nur schon. Aber der Witz ist eine Sache. Thank you.
ich mir das Geburtsdatum falsch notiert? Muss ich vielleicht zwei Daten nennen? Muss ich vielleicht einfach zwei Personen nennen? Das wär jetzt übel. Brian und Gina. Na, dann hätte ich mich ja schön. Nee, das gibt's doch nicht. Ich komme nicht drauf. Ich komme einfach nicht drauf. Brian. Wir probieren es mal so. Brian. Gina. Brian James. Und Gina James. Mal sehen, vielleicht funktioniert das. Vielleicht ist einfach nur die Schreibung falsch. Oh, das ist mehr. Nee, das war's wieder nicht. Und irgendwie spielt noch der Spiro Morgan mit rein. Und vielleicht Spiro Morgan. Das war's. Naja. Das erschließt sich mir jetzt noch nicht. Jetzt muss ich mir mal ganz kurz ausmachen. Und jetzt schauen wir uns mal die vollständige Geschichte an. Der Arzt hat harte Experimente an zahlreichen Robotern durchgeführt, getrieben von dem Wunsch, freien Willen zu gewähren. Soweit waren wir. Der Forschungsroboter zeichnete die Daten der Roboter auf, die als Testsubjekte verwendet und dann verworfen wurden, und lernte daraus. Gina war schwer krank und wurde eines Tages junger Tochter des Arztes mit einer unheilbaren Krankheit diagnostiziert, an der die Frau schon gestorben war. Trotz aller Behandlungen besserte sich der Zustand nicht und der Arzt traf schließlich die endgültige Entscheidung. Der Arzt begann verbotene Forschung, die das Transplantieren menschlichen Bewusstseins in Roboter beinhaltete. Mitten in solchen Experimenten trat eine Anomalie im Gehirn des Forschungsroboters auf, dessen Hauptchip ersetzt worden war. Ein Gespräch mit dem Arzt von vor 10 Jahren, wenn ein Roboter freien Willen erlangt, muss er dann Symbole der Menschen existieren, ist wieder aufgetaucht. Naja, Gott im Himmel, wer soll denn das? Eine Anomalie, ne? Zusammen mit den experimentellen Daten, die im Speicher des Forschungsroboters verblieben sind, führte diese Frage zu einer neuen Logikstruktur und neuem Verhalten. Er beschloss, dem Arzt denselben Schmerz zuzufügen, den die Roboter erlebt hatten. Der Forschungsroboter verwendete das vom Arzt entwickelte Gedächtnistransplantationsgerät, um den Geist seiner Tochter in ein anderes Wesen zu transplantieren. Der Geist eines Mörders wird in einem Experimentierroboter transplantiert.
Nach Erhalt einer mysteriösen E-Mail eilte der Arzt herbei und fand einen Roboter mit einer abgeschlossenen Transplantation. Den Atemanhalt drückte er den Netzschalter des Roboters, als wäre er in Trance. Als der Experimentierroboter seine Augen öffnete, erwachte der Geist des wahnsinnigen Verbrechers. Ohne auch nur zu wissen, was geschah, fand der Arzt sein Ende. Nach dem Verbrechen steuerte der Forschungsroboter und den Experimentierroboter aus der Ferne und benutzte die Zugangskarte des Arztes, um alle Aufzeichnungen zu löschen. Ja, soweit waren wir ja. Der Forschungsroboter hat die Zugangskarte mit Chemikalien korrodiert, um das perfekte Verbrechen zu inszenieren, aber letztendlich wurde die ganze Geschichte des Vorfalls vom Detektiv aufgedeckt. Naja. So gut war ich jetzt nun auch wieder nicht. Detektiv, ein mysteriöser Brief ist für Sie angekommen. Ich habe ihn auf den Schreibtisch gelegt, also bitte überprüfen Sie ihn. Naja, ich würde mal sagen, das machen wir heute nicht mehr, sondern schließen jetzt mal das Video hier ab. Ich bin eigentlich ganz zufrieden, also ein bisschen unter 2 Stunden. War jetzt nicht alles durch Gespräche tatsächlich herauszufinden. Vielleicht stelle ich auch wirklich noch die falschen Fragen. Vielleicht ist auch wirklich der Logikbruch mit Anomalie. Ich hätte nach der Blaupause fragen können. Ja, das hätte ich machen können. Das habe ich nicht gemacht. Und ich hätte noch fragen können, ob möglicherweise 2 Gedächtnisse transplantiert worden sind. Ja. Dem sei, kann ich jetzt nicht rekonstruieren. Ich schaue mal, ob ich mit dem Setup hier weiterspiele. Ich bin mir jetzt noch nicht ganz sicher. Also ich glaube, man hat schon gesehen, wie das Ganze funktioniert. Und es ist über das Steam Deck echt eine Challenge, das Ganze zu verbinden und stabil laufen zu lassen, gleichzeitig zu schreiben, hier mit englischem Tastaturlayout. Warum das so ist, keine Ahnung, kann ich noch nicht sagen. Müsste ich vielleicht noch umstellen. Aber vielleicht mache ich mit diesem Let's Play weiter, vielleicht aber auch nicht. Das hängt ein bisschen davon ab, wie die Technik hier mitmacht. Auf alle Fälle ging es mir jetzt erstmal darum zu zeigen, was man eigentlich hier machen kann. Die Gespräche fühlen sich flüssig an, aber dass man jetzt so komplette Geschichten rekonstruieren könnte, dafür wäre es eigentlich angezeigt, den Fall nochmal zu spielen und nochmal die richtigen Fragen zu stellen. Vielleicht probiere ich das nochmal lieber. Und teste noch mal ein bisschen mehr an der an ChatGPT und der Einbindung rum. Jetzt, wo wir wissen, wie der Fall ausgeht, ja. Also das heißt, das würde ich vielleicht für die Vorlesung auf alle Fälle noch machen. Also in diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Ciao.